So, ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub. Ja, jetzt ist es endlich da, das Hangar-Modul von Star Citizen. Hier ist das, ja, Menü, sage ich mal. Ja, wo die Optionen und so sind, habe ich mal aufgemacht, damit wir nicht gleich im Spiel sind. Denn es gibt noch zwei andere Sachen, die ich noch ansprechen will. Das eine ist Rome 2 und noch ja, das Video von Timo. Also Rome 2 wird noch ein bisschen dauern. Es ist draußen, ich kann es spielen, aber ja, also es wird am Freitag ein Patch kommen, da vieles noch ziemlich stark verbuggt ist und ich auch ziemliche Frame-Drops habe und das deswegen nicht gerade ratsam ist, es im Moment aufzunehmen, deswegen kommt es ein bisschen später. Ja, das war's zu dem Rome-Teil. Also, bis auf die Bugs gefällt es mir schon mal ziemlich gut. Nur mal so vorneweg. Und dann noch das Video von Timo. Timo hat gesagt, dass er einen neuen Kanal anfängt, mit PS Vita Sachen spielen. Coole Idee. Wünsche ich ihm auf jeden Fall alles Liebe und Gute. Ja. Falls er was hochladen will, kann er es machen. Also es ist ja trotzdem noch sein Kanal. Ja, aber da muss ich mir auch ein paar Sachen zu überlegen, ob ich nicht vielleicht auch den Kanal wechsle. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mittlerweile hat unser Kanal fast 2000 Videos und ja, ein Großteil davon wird nicht wirklich angeschaut. Deswegen überlege ich es mir noch, wie ich es mache. Ich weiß halt nicht, ob es sich für mich lohnt, nochmal einen komplett neuen anzufangen oder ob ich meinen alten weitermache, wo aber auch ein paar Sachen dabei sind, die eigentlich Schrott sind. Oder ja, das muss ich auf jeden Fall schauen, wie ich es mache. Ich hätte ein paar. Also ich hätte was in Planung jetzt, was Let's Play-mäßiges, und zwar die War Thunder Kampagne, aber also ich habe mir das Pack gekauft, das Steam Pack, also habe ich jetzt alle Kampagnen, P38, also XP38, eine Zero Premium Flugzeuge, dann noch eine Rasmussens P36 Hawk. Und die Kampagnen, noch ein bisschen Premium, ein bisschen Eagles, ein ganz cooles Goodie und ja, eventuell mache ich was dazu, bin ich mir aber unsicher, also ich will auf jeden Fall nichts versprechen, ist auf jeden Fall nur ein Gedanke, den ich mir gerade äußere, vor allem weil es ja so ziemlich mein Lieblingsspiel ist im Moment. Was Rome aber jetzt ein bisschen, ja, Rome und War Thunder werden sich jetzt um den Platz streiten, je nachdem wie Rome jetzt gibt. Patched wird. Und wir gehen jetzt in die geile Hangar-Modul Alpha. Also es ist wirklich eine Alpha. Es buggt bei mir auch rum. Es ist eine Alpha. Also wirklich dran denken, was ihr seht, ist Alpha-Material. Nicht runtermachen wegen irgendwelchen Grafikbugs, die ihr sehen werdet. Es wird welche geben. Und zwar gleich am Anfang. Und jetzt gehen wir rein! Und da ist sie, die Aurora, mein Raumschiff. Und hier seht ihr schon den Grafikbug, den ich meinte. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich. Irgendwie wird der Hintergrund auf der Seite so ein bisschen komisch. Ja, das ist die Aurora. Ein bisschen scheiße mit diesem Grafikbug, aber na gut, ich kann da jetzt nichts machen. Sieht auf jeden Fall hammermäßig geil aus. Ist von der Seite der Grafikbug nicht. Dann mache ich es nämlich so. Ja, kein Grafikbug auf der Seite. Nur auf der. Komisch. Ja, das ist das Flugzeug, das ich mir gekauft habe durch den Pledge. Ich habe eine Lifetime Insurance da drauf. Was noch cool ist, hier, man sieht den Charakter, also man kann auch in Third Person rumlaufen,
Steuerung habe ich mir noch nicht ganz angeschaut. Man kann sich irgendwie noch hinhocken und so und ja, so ein bisschen rumschauen. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut gemacht aus. Gefällt mir. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dieses geile Schiff so alles drauf hat. So, wenn man hier in die Nähe der Luke geht, passiert nichts, weil ich zur anderen Luke gehen muss. Okay, also hier kommt dieses Use-Zeichen. Wenn ich Use und F drücke, war das nicht wunderschön? Die Treppe ist rausgeklappt, die Türen sind aufgegangen. Jetzt kann ich rein. Und jetzt kann ich sie auch wieder schließen, wenn ich will. Ah ne, scheiße. Ja. Eine Animation zum Rausgehen. Gibt auch wahrscheinlich eine zum Reingehen. Versuch's mal aus. Ja, zum Reingehen gibt es auch eine. Man kann aber auch einfach reinlaufen, wie ich es gerade gemacht habe. Und jetzt sind wir im Schiff. Im Schiff können wir jetzt auch rumlaufen. Und kann ich das irgendwie zumachen? Ah, nee. Ja, ich wollte euch das jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Könnt ihr ein bisschen durch die Wände schauen? Ja, muss man ein bisschen ignorieren. Das wird bestimmt noch, aber eine geile Schlafanimation. Beziehungsweise eine Krabbelanimation in die Schlafposition. Die Schlafposition soll an, wenn ich es richtig verstanden habe, so sein, dass sie ein sicheres Ausloggen ist. Also, dass dein Schiff auch wirklich verschwindet, wenn du da schläfst, wenn du dich ausloggst. Wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt nämlich dein Schiff im Universum, wenn du dich falsch ausloggst. Also du musst entweder schlafen gehen oder dich andocken. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Und jetzt wachen wir mal wieder auf hier. Ja. Steh auf. Ja. Man sieht auf jeden Fall noch viele Sachen, an denen sie arbeiten müssen, aber na gut, es ist eine Alpha. Ich kann mich nur wiederholen. Es sind viele Töne fehlen. Wir. Ja, manchmal Fußstapfen, aber je nach Material, nicht alle Materialien haben. Dann das Öffnen der Luke hatte eins. Kann ich die jetzt wirklich nicht zumachen? Ah, ja, gut. Geh halt wieder hoch. Schön rein in die Aurora. Und hier ist der Chefstuhl. Gehen wir mal rauf. Zack. 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 Ego-Perspektive. Hier holt's raus hier. So. Also, jetzt sind wir im Cockpit. Wie ihr sehen könnt, ein sehr, sehr schönes Cockpit. Man kann rumschauen. Hat hier seine mehr oder weniger Joysticks. Kann mit denen ein bisschen rumspielen. Wie ihr seht, da oben rechts ist auch wieder so ein komischer Bug. Sollte nicht so sein, denke ich mal. Ist aber noch so. Zack, zack. Ja, wird auf jeden Fall hammergeil. Zack, zack. Hier alles wieder einfahren. Zack. Und raus hier. So, ja, also das war eigentlich schon alles, was man hier zeigen kann. Ich habe nämlich nur das Schiff. Doll hat zwar ein anderes, aber ich kann mich nicht bei ihm einloggen. Also kann ich euch nur die Aurora zeigen. Wir haben noch eine Freelancer, ist ein Mehrmannschiff. Ja, und das ist mein Einzelschiff. Sehr schön, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ja, soweit ich es verstanden habe, kommt noch dieses Jahr, am Ende des Jahres, eine Dogfight Alpha raus. Falls da noch was ist mit diesem Kanal. Je nachdem, wie ich mich entscheide, je nachdem, wie mein Leben jetzt voranschreitet, werde ich da auf jeden Fall was zu bringen. Und ja, habt einen schönen Tag. Bis zum Rome 2 Video und ja, bis dann, Leute.